Wer in den letzten Tagen auf Amazon.de unterwegs war, der kam an diesem neuen Produkt nicht vorbei. Der Modemarke Find von Amazon selber. Solch eine prominente Erwähnung auf der Startseite dürfte einiges bewegen können. Immerhin sind bei Amazon.de im Monat ungefähr 30 Millionen Uniques unterwegs. Wir haben uns mal angeschaut, wie entwickelt sich Amazon Find in Deutschland bei Google Trends. Man muss sagen, erste Resultate sind spürbar. Sicher auch nicht geschadet hat die Tatsache, dass nahezu alle relevanten Lifestyle-Medien von Elle, Glamour, InStyle und so weiter über das neue Label von Amazon berichtet haben. Aber Find ist kein Einzelfall. Wir haben bei Quartz, dem US-Medium, gelesen, dass Amazon aktuell 19 verschiedene Eigenmarken verkauft. Aus den verschiedensten Bereichen, von Mode über Möbel, Babyartikel bis zu Nahrungsmitteln. Ganz logisch, das Thema Eigenmarken wird aktuell extrem heiß diskutiert. Am Ende gilt die Frage, bleibt Amazon mehr oder weniger Marktplatz und Händler, der Ware durchreicht, oder wird das Unternehmen selber auch zum Produzenten und greift damit richtig tief in die Wertschöpfungskette vieler bestehender Branchen ein? Welches Potenzial in Eigenmarken steckt, sieht man ganz besonders gut aktuell bei der Hauptmarke von Amazon, Amazon Basics. Auf deren Konto gehen aktuell bereits ein Drittel aller Online-Batteriekäufe in den USA. Analysten schätzen, dass Amazon im Jahr 2016 ungefähr 2,5 Milliarden Dollar mit Eigenmarken umgesetzt hat. Bis 2020 sollen es ungefähr 20 Milliarden Dollar werden. Logischerweise beschäftigen sich deswegen auch andere Plattformen mit dem Thema Eigenmarken. Wer kennt diese Marken? Das sind die Z-Labels von Zalando. Die haben sich die Kollegen bei Zalando einfach mal ausgedacht und verkaufen sie jetzt über ihre Plattform. Und das gar nicht so unerfolgreich. Denn bei Z-Labels, der Holding für alle Eigenmarken von Zalando, arbeiten aktuell schon 400 Mitarbeiter und machen so 10-20% des Gesamtumsatzes von Zalando aus. Also im vergangenen Geschäftsjahr wären das so knapp 500 Millionen Euro gewesen. Aber klar, Eigenmarken sind kein ganz neues Thema. Auch in der Vergangenheit haben die erfolgreichsten großen Plattformen, die damals noch nicht so geheißen haben, sehr erfolgreich Eigenmarken verkauft. Aber was ist nun heute anders? Vor allen Dingen zwei Punkte. Zum einen sind die Menschen, Verbraucher, über klassische Werbung immer schwieriger zu erreichen. Und Markenartiklern fällt es entsprechend schwer, den notwendigen Werbedruck für ihre Produkte aufzubauen. Zweitens, wir kaufen jetzt alles schon immer mehr online. Wenn wir in Zukunft alle immer mehr über Voice kaufen, darf Amazon noch mehr entscheiden, was wir kaufen. Wir sehen ja gar keine Verpackung mehr, wir sehen gar keine Marken mehr zwangsläufig. Amazon kann uns mehr oder weniger schicken, was es möchte. Aber es gibt auch richtig coole Gegenbeispiele, bei denen es Marken geschafft haben, durch sehr geschickte Plattformstrategie groß oder wieder groß zu werden. Zum Beispiel die Kollegen von Less. Wir haben darüber geschrieben, wie sie es geschafft haben, mit einer dezidierten ASOS-Strategie die Marke wiederzubeleben. Oder die Jungs von Nakitano aus Essen. Die haben sich zum Start ihrer Marke sehr stark auf Planet Sports fokussiert, haben unsere Recherchen ergeben. Und sie haben es darüber geschafft, ins Bewusstsein der Leute zu kommen und erste relevante Umsätze aufzubauen. Was lernen wir daraus? Jedes Unternehmen muss sich fragen, wie differenziert sich mein Produkt? Macht mein Produkt für den Käufer am Ende wirklich einen Unterschied? Verkaufe ich einen Standard, ein sogenanntes Commodity-Produkt oder wirklich etwas Besonderes, etwas Differenziertes? Wie kann man sich überhaupt differenzieren, wenn man doch eigentlich Massenware verkaufen möchte? Wir haben einige interessante Ansätze beobachten können. Zum Beispiel die ökologischen, die sozial engagierten, die prominent aufgeladenen, die verknappten, die gebündelten oder, wie die Kollegen aus dem Strommarkt, die das Differenzierungsproblem auch schon seit vielen Jahren kennen, die probieren es mit Farben. Mit Farben? Das probieren wir auch aus. Okay, Aufforderung an euch. Jeder, der eine spannende Differenzierungsstrategie für einen Massenprodukthersteller gesehen hat oder beobachtet hat, postet sie in die Kommentare. Wir verschenken ein Ticket für unsere große Konferenz im März im Wert von fast 400 Euro. Also, mitmachen. Wenn ihr gerade keine Differenzierungsstrategie zur Hand habt oder gesehen habt, tut mir trotzdem einen Gefallen. Subscribed, abonniert diesen Kanal, haut rein, klickt hier. Bis in 14 Tagen. We'll be right back.